Moin, meine Lieben! So, ich switch mal gleich direkt ins Spiel hinein. Einen wunderschönen guten Tag, Delta Force, Lea Chia, Migush, Digush, Hanna, Switch Gaming, Dennis, Surek und Meli Chan. Wir spielen heute weiter. Und zwar Zelda, das zweite DLC. Ist es das zweite DLC? Ja, es ist das zweite DLC. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen den Yowaka Iruta Schrein machen und den Rohita Chigu Schrein. Die anderen beiden Schreine, lass mich überlegen, ich glaube, das war dieser hier und dieser hier. Ach ja, hier Kraftprobe schwierig plus. Okay. Die haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hinein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was uns erwarten wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und hi, Driftwood. Oh mein Gott, ich habe hier... Oh, das war eine schlechte Idee. Ich habe meinen Bildschirm umgestellt. Und ich merke gerade... Irgendwie... ist das doch nicht so geil... wie ich's hatte. Spielmodus. Ich mach das mal aus. Das ist ja schrecklich. Das ist ja Augenkrebs. Wartet. Standard. Kino. Optimalkontrast. Das sieht alles sehr... sehr komisch aus hier. Auf meinem Rechner. Warum sieht das so komisch aus, Leute? So. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich hoffe, jetzt habe ich's. So. Splatman, hi. Freezy. Auch dir ein herzliches Hallo, Gerge und Crazy Zockerwelt und MC Dieter. E-Beams Dieter, hi. Ist das schon die Ballade der Recken? Ja, ist es. Und lasst uns mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe den fünften Titan. What? Den fünften Titan? Gibt's nicht nur vier? Es gibt doch nur vier Titane, oder? Bin ich gerade ein bisschen... stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Und irgendwie... habe ich den Monitor so schlecht eingestellt, dass das alles total kacke aussieht bei mir. Egal. Habt ihr jetzt gespoilert? Gibt es jetzt im zweiten DLC einen neuen Titan? Leute, habt ihr jetzt echt... gespoilert? Das finde ich nicht cool. Ja, toll. Das finde ich alles andere als cool gerade. Wenn ihr gespoilert habt. Ja, super. Vielen Dank. Ganz großes Kino. Also mir war es nicht bekannt, dass es noch einen Titan gibt, aber okay. Mann. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Jetzt noch hoch, 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 hoch. Alles klar. Ach. Mann, Leute. Super. Ich stelle mich gerade aber auch echt doof an, aber
Ihr seid gerade auch echt ein bisschen gemein, finde ich, mit euren Spoilern. Und vielen Dank, Michael. Mann, du gehst weg. Dich brauche ich auch nicht. Dich will ich. Ach. Okay. Jetzt. Ah. Und? Hab ich dich? Ja, ich hab dich. So. Wie kriege ich dich jetzt hier am besten rein? Ich muss eine leuchtende Kugel holen. Verdammt. Du hast recht. Die leuchtet ja gar nicht. Da ist eine leuchtende Kugel. Oh, und eine Kiste. Nehmen wir erstmal die Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste. Jetzt. Ach. Verdammt. Ist das jetzt echt so? Was ist denn in der Kiste drin? Ist da überhaupt was Sinnvolles drin? Okay, okay, okay. Nein, dich will ich nicht. Dich will ich. Und dich habe ich. Jawohl. Oh mein Gott. So. Na? Wie drehe ich dich denn jetzt am besten? So. Ja, richtig. Es war nicht zu sehen, dass es ein Titan ist, aber Leute, lasst jetzt... lassen wir das Thema einfach. Oder? Jetzt ist es eh vorbei. Kann man nicht mehr ändern. Alle, die jetzt einschalten, wissen es ja noch nicht. Genau, ich habe im Trailer auch nur gesehen, dass es ein Bike ist und nichts anderes. Also, egal jetzt. Jetzt ist vorbei. Können wir nicht mehr ändern. Genauso wie das jetzt hier irgendwie nicht so gut gerade ist. Ich hänge. Wie kriege ich das jetzt hier raus? Not macht erfinderisch. Nein! Da habe ich noch so ein Ding hier drin. Verdammt. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Gut. So. Wie kriege ich dich jetzt hier raus? Gar nicht mehr. Geh weg! Kann mir jemand helfen? Wie kriege ich das Teil jetzt da raus? Kugel einfrieren und schlagen.
Oder einfach sterben. Oder einfach sterben. Irgendwie ist heute die Beleuchtung kacke. Ich hätte den Monitor nicht umstellen sollen. Jetzt bin ich im Arsch. So. Standard. So. So. Nee. Was ist hier los? Ich habe alles umgestellt. Jetzt habe ich... Oh mein Gott. So. Naja. Wann kommt wieder Dragon Ball? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Hier muss auch eine Kugel hin, oder? Moment mal. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Stasis-Modul. Wann kommt wieder Dragon Ball? Kann ich dir nicht sagen. Und hol am besten gleich die kleine Kugel. Ja. Freezy macht Sinn, ne? Die kleine Kugel holen wir. Und ciao, Mac Dieter. Irgendwas stimmt mit der Beleuchtung heute nicht. Das nervt mich gerade ein bisschen. So. So, so, so. Und jetzt. Ja, ja, genau. Zwei Tote schon in dem Stream. Läuft. Ich würde sagen, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die kleine. Nein. Die kleine. Und Hammer, 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 Hammer. Ja, 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 ja. Jetzt bloß nicht verlieren, jetzt bloß nicht verlieren. So, wie kriegen wir die jetzt hier rein? Und zwar so. Nein. Doch nicht. Na? Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Claudia, hi. Wollt ihr mich äppeln? Die Kleine bringt gar nichts. Ich brauche die Große. Ich brauche die Große für dieses Loch. Das war das falsche Loch. Okay, okay, alles klar. Alles klar, Freezy. Kann man ja schnell mal verwechseln, die Löcher. Dann nehmen wir dieses Loch hier. Diese Kugel. So. Na? Nein, 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 nein. Stopp. Was geschieht hier? Ich bin die, wo du mal gefragt hast, ob ich bei YouTube arbeite. Genau, die mir so ganz viele Fragen gestellt hat. Ich weiß, ich erinnere mich. Und moin, JJ. Die Kleine kommt am Anfang. Okay, habe ich schon gecheckt.
Habe ich schon gecheckt. Wow, der Bogen ist gar nicht mal so kacke, oder? Schmeißen wir mal dafür den 10er-Bogen weg. Den brauchen wir nicht. Und Brownie, kommt heute Minecraft oder Mario Kart? Branko, weder noch. Mittwoch kommt nie Mario Kart. Ja, ich weiß, wer du bist, Claudia. Ich weiß, wer du bist. Na, na, na. Nein. Ja. Jawohl. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten unbeschadet durchkommen. Wahrscheinlich ist es... Nein! Nein, 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 nein. Ui, 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 ui. Nein! Oh. vielleicht ist es besser, einfach durchzulaufen. Ich habe dich abonniert. Vielen Dank, Claudia. Ich habe heute irgendwie 5 Abos verloren, übrigens. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ist ja auch egal. Wow, wow, wow. Okay, geschafft. So, bam. Das war's schon. Das war Schrein Nummer 3. Bei Splatoon kam heute ein neuer Modus. Ich weiß, Branko, das hast du mir schon vor einem Monat gesagt. Ich weiß nicht, ob du Alzheimer hast. Du hast mir vor einem Monat gesagt, hier, wow, neue Maps, neuer Update, alles neu. Und da kam der neue Modus nicht, sondern der kam erst jetzt. So, du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der Auserwählte. Und hi, Alex. Im Namen der Göttin. Genau. Jetzt bekommen wir hier wieder ein weiteres Abzeichen. Zeichen der Bewährung. Jetzt haben wir 6 Stück. Bei 4 kann man ja ein Herz sich holen. Dieses Jahr noch 600 Abos. Migusch, digusch. Mal gucken. Kann ja noch viel passieren. Kann ja noch viel passieren. Ich habe Brownie gefragt, ob er schon den 5. Titan gesehen hat. Darauf sie, ich habe den gestern freigeschaltet. Und das finde ich blöd von dir. Und hör auf. Leute, nicht streiten. Ja, alles gut. Ich habe immer noch Husten übrigens, seit 3-4 Wochen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird. Aber da müssen wir jetzt durch. Das ist ja skandalös. Ja, auf jeden Fall. Skandal. Im Sperrbezirk. So. Letzter Schrein, Leute. Ich weiß nicht, was dann kommt. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß nicht, was dann kommt. Ich habe nachgeguckt und eigentlich hat Dennis zurückgeschrieben. Das mit dem Titan. Nichts gegen dich, Dennis. Ja, dann war es Dennis, Leute. Dennis hat angefangen. Aber es ist auch egal, wer angefangen hat, oder? Jetzt ist es eh, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Brownie, ich muss auch schauen, ob ich Zeit, Lust habe, Samstag auf Chess Ultra. Crazy Zockerwelt, kein Ding. Wenn du keine Lust hast, dann ist alles in Ordnung. Dann machen wir das einfach später, wenn du Lust hast. Wir können das jederzeit machen. Und irgendwie ist mein Greenscreen heute nicht so ideal wie sonst. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe eine Idee. Ob ich jetzt umbaue? Vielleicht baue ich gleich ein bisschen um hier. Ach, naja, mal gucken. So. Kommt Splatoon? Ich muss gucken. Mittwochs ist immer Streaming Day with Sanku. Sanku ist gerade auf dem Weg nach Hause. Und je nachdem, wann er kommt und was er sich gedacht hat. Also ich weiß tatsächlich wirklich nicht, was er sich gedacht hat. Was wir zocken. Aber vielleicht wird's Nine Parchment. Könnt ihr da mitzocken? Wäre doch bestimmt auch ganz cool, oder Leute? Und hi, Jesse.
auch am Start. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich streame ja schon eine Stunde fast. Na okay, 20 Minuten streame ich. Und guten Abend, Amaleon. So, was ist denn das hier? Was soll das? Der wird heftig. Wer wird heftig? Der Schrein hier wird heftig. Echt, ja? Was muss ich denn... Ja, aber hab alles verpasst. Hab mir Melissa am Telefon geholfen. Wie, du hast Melissa am Telefon geholfen? Hä? Wobei geholfen? Die wollte doch nichts mehr mit uns zu tun haben. Was ist das denn? Was ist das denn? Heute hat Toffery Geburtstag. Ja, ich weiß. Ich habe schon gesehen. Er hat heute einen Geburtstagsstream gemacht. Was ist hier? Alter. Alter. Yo. Nabend, LPT Fun. Oder auch René. Okay. Gar nicht mal so leicht. Sie hatte Probleme bei der Switch und eShop. Sie kommt wieder auf den Server. Ey, das ist cool, wenn die wieder auf den Server kommt. Hat sie denn gesagt, wann sie wieder auf den Server kommt? Du kannst bei der ersten Kugel das Seil zerschießen. Ah, okay. Das ist natürlich viel einfacher. Einfach die Kugel kaputt machen. So. Jetzt im Schnelldurchlauf. Jesse, konntest du denn helfen, Melissa? Oder konntet ihr das Problem nicht beheben? Okay, die letzte Kugel einfrieren und die erste das Seil zerschießen. Easy. Guck mal, können wir da irgendwie hoch? Guck mal da. Da ist eine Kiste. Ja, wenn sie wieder zurückkommt, dann ist ja alles in Ordnung. Ansonsten ist es halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass sie rausgeht, aber ja. Für Hilfe sich dann wieder meldet. Wir konnten das Problem wie echte Frauen lösen. Okay. So, ob ich jetzt hier einfach ran kann? Yes, kann ich. Nicht gestorben. Oh, ein Waldschild. Und ich habe sogar noch Platz gehabt. Mensch. Gut. Dann einmal hier hoch. Das war ja easy. Wow. Und ich sterbe. Ah. Nochmal. Nochmal das Ganze. Was hat sich denn Melissa gekauft im E-Shop? Jesse. Und nee, Erwin findet Frauen nicht. Erwin macht sich an alle Frauen ran. Ne? So. Recke Ali, was hast du denn für ein Problem? Fragt Jesse. So, nochmal. Diesmal nicht. Übertreiben. So. Und hier müssen wir jetzt einfach wieder zickzack laufen. Slalom. So. Magst du mich? Claudia, ich kenne dich gar nicht. Aber ja, warum sollte ich dich denn nicht mögen? So. Du hattest vollkommen recht. Das erste war ja eine Schnur. Natürlich kann man die dann einfach durchschneiden. Jetzt lasst uns eben noch schnell das aufladen.
und dann können wir das erste bzw. zweite Pendel oder zweite bzw. dritte Pendel einfach einfrieren und dann sollte es wirklich kein Problem mehr sein. Das erste bewegt sich eigentlich schneller, oder? Oh, ich Idiot! Okay. Der Schrein ist nicht wirklich schwer, sagt Alex. Und King, hi! Hallo, ich habe über die Woche meine alte Wii und Wii U Spiele verkauft. Auch ein paar 3DS-Spiele und habe damit 245 Euro gemacht. Pro Controller ist wohl dabei. Haha. Das ist ja cool. Du hast alles für 245 Euro verkauft? Das ist aber ein Schnäppchen, ne? Das ist aber ein wirklich krasses Schnäppchen. Brownie, kannst du dir, wenn du mit dem Zerstörer fertig bist, mal die antike Pferderüstung holen? Damit kannst du dein Pferd auch aufs Plateau holen, da es sich teleportiert. Ja. Wenn du mir sagst, wo ich diese Rüstung finde, gerne. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wo ich diese Rüstung finde. Kann aber noch ein bisschen dauern. Kann ein bisschen dauern. Das letzte Einfrieren, sagt Delta Force. Habe ich ja gemacht. Und Super Mario Odyssey, ich hatte heute überlegt, ob ich mir Super Mario Odyssey... ob ich heute Super Mario Odyssey spiele oder Zelda. Ich habe mich jetzt kurzfristig für Zelda entschieden. Einfach, weil ich das jetzt fertig bringen wollte. Nächstes Mal wird Mario Odyssey kommen, dass ich das auch fertig mache. Und dann, dass ich endlich mal wieder ein paar Projekte abschließe. Das ist jetzt wichtig, weil ich sonst immer wieder neue Spiele kaufe und nichts abschließe. Beim Pferdegott. Ich weiß nicht, wo der Pferdegott ist. Meli. Ich weiß nicht, wo der Pferdegott ist. Und hi, Little Einhorn. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du kommst auch auf unseren Discord-Server wieder zurück. Würden wir uns alle sehr freuen. Wenn du wieder, wow, zurückkommst. So. Come on. Come on, come on, come on. So. Bam. Nochmal mache ich den Fehler nicht. Diesmal passt das Timing. Ich habe dir ein Like gegeben. Vielen Dank, Claudia. Du warst in der Nähe, Brownie. Ich war in der Nähe. Ja, und was soll mir das jetzt sagen? Alter! Dein Ernst? Noel, ich ignoriere dich nicht. Alles klar. Alles klar! Was? Noel, ich ignoriere dich nicht. Und Erde an Brownie, wie war dein Tag? Ja, ich war heute wieder arbeiten. Ich war ja vorher 2 Wochen krankgeschrieben. Heute war ich das erste Mal wieder arbeiten. War okay. Außer, dass ich wieder Husten habe. Und ich bin ein bisschen genervt. Weil ich gerade die ganze Zeit sterbe. Obwohl das doch gar nicht so schwer ist. Aber die Prüfung eben, das hat nichts mit Skill zu tun, sondern man muss halt einfach nur wissen, wo, wann, was runterkommt. Das ist ein bisschen fies. Das ist fies.
bin wieder auf dein Server, wenn ihr mich so vermisst. Ja klar, wir vermissen dich alle. Und schön, dass du wieder zurück bist. Willkommen zurück, Lilil Einhorn. Und hi, Gamebar. So, come on. Diesmal schaffen wir's. Diesmal wissen wir, was uns erwartet. Oh. So. Wann kommt Rocket League? Kann ich dir nicht sagen, Tanja. Kann ich dir leider nicht sagen. Na? So. Warum machst du YouTube? Einfach so. Das soll keine Beleidigung sein. Ja, ich weiß, aber was ich mach einfach so YouTube. Spiel doch den neuen Splatoon-Modus mit Sanku. Ja. 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 Sanku hat noch nicht reagiert, sag ich mal. Alter, willst du mich rollen? Hallo? Wie soll ich denn da durchkommen? Weiß einer von euch, wie ich da durchkomme? Das ging doch da gar nicht weiter. Ja, die Frage hat Claudia schon mal alle gestellt. Deswegen werde ich sie jetzt gerade auch nicht beantworten. Sorry dafür. Anlauf nehmen und von weiter hinten springen. Delta Force, was hast du denn geschrieben? Du hast das mit Sanku geschrieben, oder? Ich soll mit Sanku das spielen. Sanku hat mir nicht geantwortet. Ich kann nicht sagen, was wir heute streamen. Okay, Anlauf. Wir werden es mit Anlauf versuchen. Wieso bin ich darauf nicht gekommen, einfach Anlauf zu nehmen? Na gut. So. Versuchen wir es jetzt nochmal. Einfach schnell sein. Okay, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Bogen kaputt. Und Seil nicht getroffen. Hallo. Wieso bin ich denn jetzt in der Ego-Perspektive? Was ist denn hier los? Hä? Und wie jetzt treffe ich. Die ganze Zeit war First Try und jetzt treffe ich nicht. Bin gerade am Überlegen, ob ich Zelda für die Switch jetzt oder morgen anfangen soll. Wieso willst du bis morgen warten? Fang doch einfach jetzt an. Branko, was laberst du schon wieder? Nicht alles ist neu. Eulenoffs, hi! Herzlich willkommen! So, ich hoffe, jetzt verkacken wir nicht wieder. Hier war das das. Hier war es das, genau. Jetzt ist es hier. Und jetzt ist es einfach außenrum. Und hier war es jetzt mit Anlauf nehmen. Alles klar. Wow! Oh, das war's. Was hältst du von dem Zelda? Das Zelda ist cool. Ich muss ehrlich eingestehen, ganz am Anfang, als ich dieses Zelda hier gespielt habe, war ich etwas überfordert und ich fand es nicht so toll. Grund dafür ist, dass man halt irgendwie nicht an die Hand genommen wird, sondern irgendwann kommt dann die Stelle. So, hier sind die vier Titanen, jetzt mach mal. Und du denkst dir so, WTF,
Soll ich jetzt nach links, rechts, oben, unten? Wo soll ich lang? Und du hast halt die komplette Freiheit, die ganze Welt zu erforschen. Und das ist halt nicht jedermanns Sache. Man muss sich da ehrlich gesagt wirklich dran gewöhnen. Und wenn man aber sich drauf einlässt und sich dran gewöhnt, dann ist dieses Spiel richtig gut. Brownie, was ist der neue Modus in Splatoon 2? Delta Force, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich weiß nur, es gibt einen neuen Modus, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Dennis schreibt, Brownie, schau mal in den Kommentaren. Da habe ich geschrieben, wie man die Rüstung bekommt. Okay, Dennis. Mache ich nachher. Ich mache jetzt erstmal das hier. Wir haben jetzt die 4 gemacht. Du bist unser Symbol der Hoffnung. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Das Schwert wird dich leiten. Bei mir liegt wieder Schnee, sagt Jessie. Die 4 Recken leuchten. Wipper LP ist nur noch ein Brownie. Vielen lieben Dank für dein Abo und herzlich willkommen. Und die 4 Recken fliegen in die Luft. Und fliegen in alle Himmelsrichtungen. Ja, das war Energy. Brownie, früher, wo ich geschrieben habe, komm gleich wieder kurz essen, was du guten Appetit sagst. Ja. Hi, Ninecraft. Ninecraft. So, was passiert jetzt? Wow. Überall, wo ein Recke ist, tauchen jetzt... Was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. Freezer ist nur noch ein Brownie. Vielen Dank für dein Abo, aber ich glaube, du hattest mich schon mal abonniert. Du hast deine Stärke unter Beweis gestellt und so hat sich ein neuer Weg eröffnet. Nightcraft, vielen Dank für dein Abo und herzlich willkommen. Geh zu den 4 Orten, die dir gezeigt werden und versuche, das Rätsel zu lösen. Oh. 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 Okay. Hast du Zelda schon durchgespielt? Ja, Freezer. Ich habe Zelda schon durchgespielt. Und... Wow. Wir haben... Ich habe übrigens hier... Mein Schwert leuchtet. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe das erste DLC komplett durchgespielt. Was ist eigentlich heute mit der Kamera los? Die Beleuchtung ist echt abgefahren. Crazy heute. Oder ist das hier mein Monitor? Warte mal, das ist mein Monitor. King, vielen Dank für dein Abo, aber auch du hast mich schon mal abonniert. Ich weiß das. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier mit dem Monitor los ist. Hat sich alles verstellt. Warum wird mein Abo nicht angezeigt? Claudia, eventuell, weil du ein privates Abo hast. Ich weiß nicht, was du eingestellt hast, dass man deine Abos nicht sehen kann. Das kann durchaus sein. Geh zuerst zu den Zoras. Zuerst zu den Zoras. Branko, wieso ist mein Monitor cool? Du kennst ihn noch gar nicht. Genau, Little Einhorn. Du musst jetzt erstmal deine Patches runterladen. Was machst du? Wolfgang, wir spielen das zweite DLC von Zelda. Kostet 20 Euro. Die Beleuchtung ist voll normal. Ja, die Beleuchtung ist normal. Aber auf meinem Monitor sah die gerade extrem abgefahren aus. Wo waren denn die Zoras? Waren die Zoras? Die Zoras waren doch eigentlich... Die Zoras waren doch hier, oder nicht? Hier oben. Nee.
Hier? Ach, hier sind die Soras. Da soll ich zuerst hingehen. Okay, dann gehen wir zu den Soras. Ja, der Monitor haben wir doch die Tage heller gestellt. Ja, Jesse. Und ich merke gerade, irgendwie sieht alles komisch aus. Also ich verkaufe jetzt meine Wii U mit allem drum und dran für 220 Euro. Wenn du den Preis kriegst, Little... Little Einhorn, dann ist es wirklich guter Preis. Wann streamst du immer, fragt Freezer. Unterschiedlich. Ich habe keine festen Zeiten. Aber ich bin immer in der Regel arbeiten bis 17, 18 Uhr. Brownie habe bei meinem Stream den Wassertitan fertig gemacht. Noch 3 Titanen. Pranko? Du hast jetzt 1 Titan gemacht? Nach so langer Zeit? Aber GZ zu deinem allerersten Titanen. Wenn du meine Privatnachrichten liest, bitte nicht wütend werden. Okay. Ich schaue mir deine Privatnachrichten lieber nicht an. Nein. Nein, nicht hingucken. Und Lisa05, herzlich willkommen. Und Ada auch an dich. Moin. Hast du meine Nachricht gelesen, Dragon Boss? Ich bin mir nicht sicher, Dragon Boss, ob ich deine Nachricht gelesen habe. Wahrscheinlich habe ich sie gelesen. Wenn du mir kurz sagst, worum es ging, kann ich es dir sagen. So. Hol jetzt bitte erst die Pferderüstung. Nein, 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 nein. Wir wollen Silveon Pokémon. Hi. So viele neue Zuschauer, das ist ja echt abgefahren. Willkommen, Leute. Und wir machen jetzt gerade diese zweite DLC-Prüfung. Ich bin mir gerade nicht sicher, was wir jetzt machen müssen. Wir gehen erstmal zu diesen mysteriösen, ja, wie nennt man das? Steine, die aus dem Boden erschienen sind. Du hast ja jetzt auch 26 Zuschauer, bei mir steht sogar 28. Komisch. Ich will mir nächstes Jahr die Switch holen. Lohnt es sich? Wollte ich fragen. Freezer auf jeden Fall. Die Switch lohnt sich aber sowas von. Und Brownie, hast du Splatoon 2 gespielt? Es gibt einen neuen Modus. Robin, nein, ich habe noch nicht Splatoon 2 gespielt. Bitte lest mal die Nachricht von Branko vor. Nee, ist nichts Interessantes. Ist wirklich nichts Interessantes. Und, ja. Ich hätte mich einfach zum Titan teleportieren müssen. Jetzt ist zu spät. Aber Titan-Router ist doch hier. Wie soll ich denn von hier nach da kommen? Abgefahren. So. Okay. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Okay. Was willst du mir sagen? Was ist das? Hat da gerade etwas aufgeleuchtet oder habe ich mir das nur eingebildet? Oh? Oh, Reisender, was führt dich hierher? Ich will nicht aufdringlich sein, jeder reist aus seinen eigenen Gründen. Oh. Dieses Monument, ich kann meine Augen kaum trauen.
Das Monument, das im unvollendeten Lied meines Meisters erwähnt wird. Es erschien genau vor mir. Unvollendetes Lied? Nun, das Lied ist nahezu fertiggestellt, aber... Mein Meister verließ diese Welt, bevor er die grundlegenden Verse des Liedes fertigstellen konnte. Ich wollte seine Arbeit weiterführen, daher begebe ich mich an die Orte, die die bestehenden Liedtexte erwähnt. Ah, welche Freude, gerade hier singen zu können an dem Ort, von dem das Lied handelt. Hast du schon das Motorrad, Robin? Nein. Lass uns kurz das Lied anhören, um das Rätsel zu lösen. Ruht das Wasser, erreicht das Firmament. Den sanften Recken er als Meister erkennt. Größere Kräfte noch zu ergründen. Größere Kraft noch zu ergründen. Achso, folge dem, was die Momente sagen. Es gilt, auf den Pfad des Lichts zu wandeln. Angesichts uralter Feinde beherrscht zu handeln. Es gilt, durch die Wasserfälle Lichtringe zu jagen. Ah, okay. Was meinst du? Das war der Vers über die Recken. Okay. Wir gehen jetzt wahrscheinlich einfach zu den Punkten, die da drauf sind. Mach am besten Fotos von den Orten. Schreibt Silvion. Okay. Sind das Schreine? Das sind doch nicht noch mehr Schreine, oder? Ich markiere mir die Orte auf der Karte. Das ist doch viel besser, oder, Leute? Okay. Fangen wir mit dem hier an. Hier sind so drei Inseln. Das müsste hier sein. Und zwar auf Höhe von dem Zipfel. Das müsste hier irgendwo sein, ne? So, was ist das hier? Fotos habe ich schon gemacht. Wo soll das denn sein? Ist das hier? Hier irgendwo, oder? Nee, das ist hier. Das müsste hier irgendwie sein. Oder?
Und bei dem Mikao-See. Okay. War das richtig, was ich da gemacht habe? Was ist das hier? Hier wahrscheinlich, oder? Im Chat. Welchen Chat? Ich sehe keinen Chat. Ciao, Dragon Boss. Hier? Ach, das hier ist Mikao-See. Sicher? Das soll Mikao-See sein? Und wo ist der Re andere? Wo ist der andere? Wartet mal. Ja, hallo? Jo, was? Okay. Nee, nee, nee. Ich hole mir die selber. Kommst du? Willst du noch irgendwas sagen? Grüßen alle im Stream von mir. Ja, okay, schöne Man sagt, Grüße. lasst ein Abo da und Lass schaltet nachher ein. ein Abo So. da und schaltet nachher ein. So, ich hab's gesagt. Ciao. Alles klar. So, das war gerade Sanku. Wir haben gerade geklärt, dass wir nachher streamen werden. Wo ist das jetzt hier? Wasserfall, wo du falsch warst. Hier ist es hier. Noel, ich ignoriere dich nicht. Ich kann nicht mehr zurückgrüßen. Und hey Blue, habe nun endlich die 100%. Also alle Upgrades, alle Anziehsachen und alle Missionen. Ja, das ist beim Mikao-See und das andere beim Zora Hochland. Zora Hochland? Wo ist denn das Zora Hochland? Große Brücke. Zora Hochland. Es gibt kein Zora Hochland. Zora Fluss. Klippe. Große. Wasserfall. Zora Hochland. Ah, hier. Und wo dort? Hier. Hier? Also von der Qualität bin ich schon mal begeistert. Hab das, die Switch super leicht ist. Ich liebe sie. Ist es hier irgendwo?
Sorana Hochland. Ah, guck mal. Das ist zwischen den Bergklippen. Das ist zwischen den Bergklippen im Sora Hochland. Das müsste hier sein. Bam. Jetzt haben wir alle drei. Oh, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich will nicht gespoilert werden. Ciao. Okay, Delta Force. Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Du musst alle Wächter besiegen. Gibt es hier nicht irgendwie... Es gibt keinen Ort, wie man richtig gut da rankommt. Kein Schrein. Mit der Steuerung komme ich nicht klar, weil bei der Wii U waren die Bewegungsknöpfe oben. Stimmt, jetzt ist der Knopf nicht mehr hier, sondern hier. So, dann gehen wir jetzt erstmal zum Gelben. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Wie kommen wir am schnellsten zum Gelben? Versuchen wir es mal hier lang. Laufen! Okay, dann laufen wir da schnell hin. Wenn ich dir helfen soll, dann sag das. Ja, gerne. Laufen. Ich habe leider kein Pferd in der Nähe. Und guten Appetit, Freezer. Lass es dir schmecken. Gibt es hier irgendwo einen Wasserfall? Da gibt es einen Wasserfall. Das heißt, wir ziehen uns unsere Sora-Hose an. Nee. Ah, hier. Und können damit Wasser... den Wasserfall hoch. Was wird heute noch kommen? Vermutlich wird heute noch... nein, Parchment kommen. Ich weiß, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Aber es können zwei Leute mitspielen von euch, die auch nein, Parchment haben. Ich glaube, mein Controller ist kaputt. So. Einmal hoch hier. Da lang. Und wir müssten jetzt eigentlich schon fast da sein. Ja. Wir sind fast da.
Und jetzt regnet es natürlich. Hi, Jannis. Hast du 4 antike Pfeile? Dennis, warum? Oh. Shit. Ich verstehe. Ich habe 6 antike Pfeile. Meine X-Taste kommt nicht mehr raus, wenn ich sie drücke. Das ist ein bisschen merkwürdig. Alter, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So. Verschwinde. Jannis Klos ist nur noch ein Brownie. Vielen lieben Dank für dein Abo und herzlich willkommen. Was zum Teufel mit dir? Verschwinde. Hallo. Alter. Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Was war das? Wieso habe ich gerade ein Foto gemacht? Vor lauter Schreck. Puh. Ah, das sind 4. Aha. Die muss ich alle töten. Mann! Wieso habe ich denn eigentlich keinen, kein Schild mehr? So, und hi Clemens! Oder CR. CR. Alle töten! Alles klar. Machen wir. Oh Mann. Shit. Oh mein Gott. So viele antike Pfeile haben wir gar nicht mehr. Das wird jetzt richtig knapp. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 2 antike Pfeile. Und ich glaube, es sind noch 2 doofe Viecher. Ich beschütze dich. Sind jetzt auch schon einmal gestorben. Finde ich gar nicht cool, was hier abgeht. Ja.
Waren die antiken Wächter schon immer hier? Nee, ne? Fuck, fuck, fuck. Okay, erledigt. Und jetzt haben wir noch genau einen antiken Pfeil, aber wir haben es geschafft. Hi, Jonas. Wir haben es geschafft. Und jetzt kommt da noch ein Schrein. Wow. Noch ein Schrein. Also sind das nochmal 4 Schreine? Ach, das Schild wurde von einem Wächter zerstört. Alles klar. So. Wo ist der Schrein jetzt? Ah, der ist genau vor meiner Nase. Dann einmal hier den Schrein nehmen. So. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten. Wie kommen wir da am besten hin? Ist das hier... Warte mal. Wo sind denn die anderen jetzt eigentlich hin? Okay. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Wahrscheinlich von dort. Pro Recke sind es 3 Schreine. Verstehe. Also sind es nochmal 12 Schreine, die es gibt. Das ist ja richtig krass. Und oha. Hi Lucky. Koto Lappa, herzlich willkommen. Und Branko schreibt, Jesse schaut mir nicht zu, oha. Weltpremiere. Eigentlich schaut sie mir immer zu. Aber heute hat sie vielleicht keine Lust oder Zeit. Oder sie ist stille Zuschauerin, wer weiß. Wer weiß. Es gibt für jeden Recken 3 Schreine. Eine Erinnerung. Weil ich hier schaue. Was? Also schaut Jesse doch zu. Na siehst du, Jesse schaut doch zu. Ach, sie zockt gerade. Sie zockt. Wahrscheinlich Splatoon. Oder Stardew Valley. Okay, schönen Abend noch, Freezy. Und ich hatte jetzt vor, eigentlich das Zelda DLC abzuschließen. Aber irgendwie scheint das DLC doch ziemlich groß zu sein. Wenn es pro Recke nochmal 3 Schreine gibt. Das ist ja gigantisch. Wir zocken einfach so ein bisschen noch, bis der Sanko kommt. Oh. Hä? Was ist das? Jessie ist Gamerin. Ja. Jessie zockt. Richtig cool. Es gibt wenig Frauen, die zocken. Na? Hier lang. Oh. Was ist denn jetzt passiert?
Betrug und irgendwas 1234. Hi, herzlich willkommen. So, nochmal. Come on. Und Claudi ist wieder da. Willkommen, Claudi. So, jetzt muss ich aufpassen. Meine Ausdauer ist fast weg. Meine Ausdauer ist fast weg. Ah, deswegen bin ich ertrunken. Einmal Ausdauer aufladen. Und hoch mit dir. Und hier durch. Da ist das nächste. Ich bin 44. Echt, ja? Das ist sehr cool. Oh, Rätsel gelöst. Brownie, am Ende musst du noch einen erschwerten Kampf gegen den Fluch machen. Also nochmal 4 Kämpfe gegen Flüche. Okay. Das DLC scheint sehr, sehr groß zu sein. Finde ich cool. Da der Preis relativ gering war mit 20 Euro. Und da war das erste DLC ja auch dabei. Na, ja, hab jetzt die Schokolade aufgegessen. So, diesen Schrein haben wir jetzt auch. Wie kommen wir jetzt am besten dahin? Vermutlich von hier. Oh, guck mal, ich habe 1337 Rubine. Und zwar Lied viele. Am 16.02.28 kommt Bayonetta 1, 2. Ach, du meinst am 28.02. Ist ab 18. Okay. Und warum sollte Claudi nicht 44 sein? Ist sie halt einer unserer alten Hasen? Das kann doch durchaus sein. Was ist Bayonetta? Branko, das ist ein Spiel, was ab 18 ist. Wie alt bist du? Na? Erzähl mal, wie alt bist du, Sanko? Branko? Definitiv keine 18. Also definitiv kein Spiel für dich. Du musst da noch rein. Ja, Meli, ich weiß, ich muss da noch rein. Man chillt doch mal. Braun, ich habe das Gefühl, dass du Branko nicht leiden kannst. Doch, doch. So. Wir wollen zum Schrein. Beziehungsweise. Der Dennis spoilert ja alles. Nein, das ist doch relativ. Also, das weiß doch jeder, dass es in Schreinen sowas gibt. Ne? Also, es ist jetzt nichts Neues, dass man in Schreine Zeichen von Router bekommt. Das mit den Recken ist irgendwie traurig. Ich weiß nie, was du meinst, Meli.
Warum zur Hölle? Ist hier irgendwie Kleber reingeflossen? Meine eine Taste hier von dem Controller ist kaputt. Was ist da passiert? Die kommt nicht mehr raus, die Taste, wenn ich sie drücke. Vielleicht ist da ja ein bisschen Energy reingeflossen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlt sich das sehr komisch an. Och. Come on. Hallo. Hey, mein Controller spinnt aber richtig. So, stirb jetzt. Schnauze voll von dir. So. Und hi. Okay, hier gibt's ein ein Krog. Bin mir aber nicht sicher, was ich hier machen muss. Ich sehe jetzt nicht, was ich hier machen muss. Aber ist auch egal. Tyler, du bist mit dem falschen Account drin dann. Du bist schon wieder mit dem falschen Account drin. Und RIP? Wieso RIP? Verdammt. Oh mein Goodness. Was ist hier los? Alpha F, hi. Und ui, mein beliebtester YouTuber ist live. Oh, vielen Dank. Nein, 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 reißt euch zusammen. Alter. Aufstehen, 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 aufstehen. Ich werde gerade richtig auseinandergenommen. Und ich habe nichts mehr zu essen. Nicht so gut. Was mache ich hier? Panko, du bist 9. Mist. Okay, die sind auf jeden Fall ziemlich stark. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht... Okay, der hat gespeichert. Der hat gespeichert. Immerhin. Und wir nehmen Bombenpfeile. Und werden die jetzt hier vernichten.
Na? Wie lange geht's Stream noch? Ein bisschen. Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Vani. Dumm die dumm. So ein bisschen Skyrim-Déjà-vu gerade. Wann kommen immer die Streams? In der Regel bin ich immer bis so 17, 18 Uhr arbeiten. Und irgendwann danach kommen die Streams. Wir machen gerade übrigens das Zelda-DLC. So, der soll sterben. Ach, wir können uns jetzt langsam rantrauen. Das sind ja nur noch zwei. Die sollten wir auch so schaffen. So. Und der hier. Hart, aber trotzdem besiegbar. Warum glaubt keiner, dass ich 44 bin? Warum? Ich glaub dir. Das ist nur der Branko, der es dir nicht glaubt. Und okay. Das war wahrscheinlich jetzt nicht unsere Mission, die hier zu töten. Interessant. Oder ich habe einen vergessen. Bin ich hier falsch? Muss ich Dieter töten? Nee. Oh, du bist es, Link. Was führt dich hierher? Wir erkunden gerade auf Prinz Sidons Befehl hier dieses Gebiet. Hier hat sich Prinzessin Mipha der Prüfung gestellt und nun wiederholt sich das, was vor 100 Jahren geschah. Prinzessin Mipha fand eine Notiz: Wenn die Morgensonne sich erhebt, folge dem Pfad des Lichts zur Prüfung. Diese Worte haben sich mit der Prüfung zu tun. Oh, muss ich jetzt auf die Morgensonne warten? Bitte nicht. Muss ich jetzt hier auf die Morgensonne warten, Leute? Weil es ist gerade 12 Uhr. Das wäre nicht so geil. Obwohl, ich kann ja hier einfach rasten. Morgen. Meine Lage, Punkt, 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 ach egal. So, und was für ein Licht müssen wir jetzt hier gucken? Wir müssen das Licht folgen. Hier ist kein Licht. Hier ist doch kein Licht. Wo ist denn überhaupt die Sonne? Da ist die Sonne. Ich speichere mal. Was muss ich denn hier machen jetzt? Da unten ist was. Muss ich da hin? Das glaube ich nicht. Muss ich da hin, Leute?
Schau geradeaus. Wie, schau geradeaus? Bis morgens. Blutmond, yes! Super, toll! Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Hat uns gerade auch noch gefehlt. Link, sei auf der Hut. Das hat uns gerade noch gefehlt. Gut, dann werden wir da jetzt einfach hinfliegen. Ist ja easy. Easy. Oder? Boah, ich wollte das DLC auch kaufen in 5 Jahren, wenn ich Zelda durch habe. Aber Dennis hat mich voll gespoilert. Branko, hör auf, so eine Kacke zu erzählen. Danke dir. Bäm. Okay. Aus dem Wasser erscheint jetzt eine Insel. Und Crazy Zockerwelt spielt gerade Chess Ultra. Okay. Da müssen wir hin. Einfach mal ein Schrein. Aus dem Boden erschienen. Gut, die Schreine, die drei Schreine machen wir noch. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die anderen sind. Die sieht man nicht mehr auf der Karte. Aber eventuell gibt es eine Quest. Hier. Hä? Ach so. Genau. Da muss ich bei den anderen Recken ebenfalls nochmal 3 Schreine machen. Aber lasst uns erstmal die jetzt hier machen. Das sollte dann reichen. Ich hoffe, wir schaffen das zeitlich. Wenn ihr keine Spoiler haben wollt, empfehle ich euch, weder ein LP noch ein Stream mit dem jeweiligen Game zu schauen. Sagt Vani. Und Vani, du hast recht. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kyo Dafuna. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Schmelzpunkte. Oh nein. Oh nein. Ich ahne Böses. Wir müssen auf jeden Fall Fackeln mitnehmen. Besser gesagt, eine Fackel. So, Fackel. Dann lasst uns mal schmelzen, was es zu schmelzen geht. Gibt. So. Hier, hier, ja, ja, ja. Schmelz, schmelz, schmelz. Ja, so. Fertig. So, was schmelzen wir jetzt als nächstes? Okay, hier kommt Eiswürfel. Können wir damit irgendwas anfangen? Was passiert hier? Okay. Ich nehme mal an, wir können hier das so weit schmelzen, dass wir darauf klettern können. So.
Und jetzt müssen wir... Ich habe ja zum Glück noch ein paar Feuerpfeile. So. So, so und so. Und wir sind oben. Naja, das Ding ist halt, dass Dennis geschrieben hat, was passieren wird, wenn er die alle Schreine macht und damit Brownie gespoilert hat. Das stimmt schon, Shadow Apple. Ist ein bisschen schade, dass ich da gespoilert wurde, aber können wir jetzt nicht ändern. Passiert. Wie komme ich da hoch? Oh, Mist, ich ahne. Ich ahne Böses. Okay. Stasis-Modul. Du brauchst einen Eisklotz. Frage ist nur, wie ich den dahin bewege. Ah, alles klar. Wie bewege ich denn den Eisklotz? Am besten dahin. Der passt doch da gar nicht durch. Schmelzen. Du musst ihn etwas schmelzen, dann kannst du ihn hochheben. Mhm. Immer noch ein bisschen mehr. So. Alter, wie klein muss ich den denn machen? Naja, immerhin kann ich ihn jetzt schieben. Als ob der Eisklotz nicht einen einzigen Kratzer hat. Ich hoffe, dass der Eisklotz ist jetzt nicht zu... zu klein. Okay, Eisklotz ist weg. Lost. Mann, der will mich doch veräppeln. So, okay, es hat geklappt. Ich hab's geschafft. So. Sehr gut. Noch ein Zeichen. Es gibt ja richtig viele Zeichen von Ruta. Das finde ich cool. Moment mal. Habe ich jetzt nur noch eins? Habe ich die... Hä? Ich hatte doch vier... Nee, ich hatte sechs, oder? Nee, sieben. Okay, alles gut. Sieben. Ich habe mich gerade verlesen. Ich dachte, ich habe nur noch ein Zeichen. Das würde bedeuten, dass ich sechs Stück verloren hätte, aber habe ich zum Glück nicht. Puh. Gerade das Herz in die Hose gerutscht. So. Dann machen wir die anderen beiden auch noch. Oder versuchen es zumindest. Wird knapp von der Zeit. Der Sanku ist, glaube ich, auch gleich da. Mal gucken. Ich werde mir gleich noch eine Pizza warm machen von gestern.
eine Cheeseburger-Pizza. Habe ich noch fast eine ganze. Bis also ich habe eine ganze Pizza, eine Hälfte Cheeseburger und eine Hälfte Mister. Mit Käserand. Aber ich glaube, ich kann nicht die ganze Pizza warm machen. Das werde ich nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich die Hälfte davon essen und die andere Hälfte morgen. Es gibt Zeichen der Bewährung, Zeichen von Ruta Naboris, halt Zeichen der Titan. Okay. Zeichen von Rita kann man nicht gegen Herzen oder Ausdauer eintauschen. Hä, natürlich. Natürlich. Hä? Okay. Ich dachte, man kann die eintauschen. Was kann man denn gegen die Zeichen machen? Also, was hat man von den Zeichen? Kann man damit gar nichts machen oder wie? Es gibt 5 verschiedene Zeichen. Hä? Das ist aber jetzt merkwürdig. Ich bin dezent verwirrt. Das ist für Titan. Ich dachte, das wäre... Hä? Okay. So, dann lasst uns mal das Rätsel lösen. Ich hab schon eine Idee. Schau mal nach oben, da ist eine Truhe. Ja, schön. Da oben ist eine Truhe. Da oben ist eine Truhe. Da oben ist eine Truhe. Da komme ich aber nicht ran. Oh. Hä? Was mache ich denn jetzt? Oh Mann. Ich befürchte. So. Lass uns das darauf knallen. Und jetzt... komme ich denn jetzt da hoch? Verdammt. Das hier ran. Und... das weg. Und jetzt das ebenfalls nach oben. Dahin. Mano!
Verdammt! Wie komme ich denn da hoch? Oder lasst uns diesen Stream hier nächstes Mal weitermachen. Der Sanku, der ist da. Und der sagt, ich spiele Mario Kart. Stimmt doch gar nicht. Ich spiele kein Mario Kart. Oh. In meiner Beschreibung steht ein Turniercode. Dann werde ich jetzt hier an der Stelle Schluss machen. Ich brauche ewig. Ich bin zu noobig. Guckst du gerade zu? Das Problem ist, nein, ich muss irgendwie jetzt das Ding nach oben machen. Warte. Das muss ich jetzt nach oben machen. So. Jetzt muss ich... Wie soll ich das machen? Ja, die sind magnetisch, aber die fallen doch wieder runter. Also so. Ich mach das Ding hoch und jetzt muss ich mit dem Stasis-Modul. Ey, das funktioniert nicht, mein. Oh. Hä? Nochmal. So. Ja, wie genau? Das klappt nicht. Hier, das klappt schon, aber das ist... Ich krieg den nicht eingeklemmt. Ja. Ich mach das jetzt so hier. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Nein! Ah, dreckig. Runtergefallen. Weil ich komme an diesen. Ich komme da nicht ran, weil da ein Eiswürfel ist im Weg. Ich muss den hinteren erst zuerst machen. Dreckig. Jetzt habe ich's. So. Mann, Alter. So. Was denn? Immer. Wie geht das denn? Was für... Wie... Seit wann ist das denn so?
Warum machst du denn sowas? Ich hab's geschafft. So. So. Sanko hört man nicht. Ja, man soll ja Sanko auch nicht hören. Wir haben jetzt den Schrein fertig gemacht. Den dritten werden wir später machen. Bei dem nächsten Stream. Ey, Sanko, es gibt richtig viele Schreine, ne? Mit dem DLC. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich spoilern darf. 16 Schreine gibt's, wie es aussieht. Naja. Und du musst... Ja, ja. So, Zeichen von Ruta. Ah, Zeichen von Ruta. Guck mal. Oben. Zwei Zeichen von Ruta haben wir jetzt. Jetzt verstehe ich. Und die muss ich wahrscheinlich dann in diesem Schrein einsetzen. Ich verstehe. So. Und an der Stelle ist jetzt der Part vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Zuschauen und fürs Abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir spielen jetzt Nine Parchment mit dem Sanku. Und zwei Leute, die auch das Spiel haben, können gerne mitspielen. Ist jetzt eigentlich gespeichert? Ich speichere einfach selbst nochmal. So, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Wenn ihr keinen Bock habt auf Nine Parchment, dann... Genau, schaltet nicht ein. Falls doch, ja, schaltet ein. Genau, schaltet ein, sagt Sanko. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.